Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Debattenabend Couragiert debattiert Schulöffnungen in Sachsen. Das ist ja ein Themenfeld, das ganz aktuell ist. Gestern hat der sächsische Kultusminister entsprechend schon verlautbaren lassen, wie es in Sachsen weitergeht. Heute wird in Berlin dazu beraten. Das heißt, wir sind da up to date. Mein Name ist Andreas Tietze und gemeinsam mit meiner Moderatorin-Kollegin Lisa Posch und unserer technischen Leitung Markus Mehnert darf ich Sie und uns gemeinsam durch diesen Debattenabend geleiten. Diese Veranstaltung ist eine öffentliche Veranstaltung. Diese wird durch uns auch aufgezeichnet. An uns wurde im Vorfeld die Bitte herangetragen, Personen, die heute keine Zeit für eine Teilnahme gefunden haben, die Möglichkeit zu geben, im Nachgang sich unsere Debatte anschauen zu können. Diese Aufzeichnung veröffentlichen wir deshalb auf den Seiten der Aktion Zivilcourage und auf der Plattform YouTube. Dort können Sie dann auch nochmal Personen, die heute nicht teilnehmen konnten, den Hinweis geben, dass man sich diese Debatte anschauen kann. Für diesen Abend haben wir vier Themenexpertinnen und Experten eingeladen, die unsere gemeinsame Debatte mit ihren Fachexpertise oder mit ihrer Fachexpertise umrahmen und begleiten sollen. Und darunter sind Professor Dr. Wieland Kies. Er ist Direktor der Klinik für und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik in Leipzig. Joanna Kesika, Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen. Jörg Menke, stellvertretender Vorsitzender des Landeselternrates Sachsen. Und Ursula Marleen Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Sachsen. Ihnen vieren bereits an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für Ihre Beiträge. Angefragt war zudem der sächsische oder das sächsische Kultusministerium in Person des sächsischen Kultusministers Herrn Piwarz. Leider konnte er sich eine Teilnahme an diesem Format nicht einrichten. Zur Transparenz und zur Ehrlichkeit sei aber erwähnt, dass unsere Anfrage äußerst kurzfristig war und dass die Kolleginnen und Kollegen des Kultusministeriums redlich und über mehrere Kanäle versucht haben, eine Teilnahme zu ermöglichen. Lisa, bitte. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir, meine Damen und Herren. Ich bin Lisa Porsche und unterstütze heute Herrn Tietze bei der Moderation. Meine Vorrangaufgabe wird es sein, die Fragen, die Sie im Chat stellen können, hier in die Runde, in die Debatte mit einzubringen. Das Ziel unseres Abends ist es, Argumente auszutauschen, einen Überblick über die verschiedenen Standpunkte zu gewinnen und auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, kontrovers in die Diskussion einzusteigen. Dies tun wir, indem wir das große Überthema Schulöffnung in Sachsen in drei Subthemen aufgeteilt haben. Und die möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz kurz vorstellen. Das erste Thema heißt psychische und körperliche Gesundheit. Darin möchten wir unter anderem über Schulen als Pandemietreiber sprechen, über den Gesundheitsschutz von Lehrkräften und auch Schülerinnen und Schülern, genauso wie über Impfungen und auch den Umgang mit Schnelltests. Der zweite Themenblock wird Wissensvermittlung und Bildungsqualität handeln. Hierunter befindet sich vor allem die Digitalisierung an Schulen. Das bedeutet hinsichtlich der Faktoren Überlastung, Ausstattung und Ressourcen, aber auch Stabilität und Funktionsfähigkeit von Lernplattformen, sowie die Qualität und Verzahnung von digitaler und auch analoger Bildung. Zum Schluss streben wir noch einen dritten Themenblock an. Dieser wird Schule und Gesellschaft sein. Und hierunter möchten wir gerne die Handlungssicherheit und auch Öffnungsperspektiven besprechen, aber auch den Umgang mit Notabschlüssen oder eben Sitzenbleiben sowie der Stellenwert von Schule und Bildung im Allgemeinen. Das klingt natürlich erstmal nach sehr viel. Für den heutigen Abend haben wir uns circa 90 Minuten vorgestellt, im Interesse Ihrer Zeit und auch im Interesse Ihrer familiären Abendplanung. Und das bedeutet, dass wir in der Moderation natürlich auch auf die Länge der Redebeiträge achten werden. Das Format, das soll noch gesagt, ist eine digitale Fischglasdebatte. Und wie das funktioniert, das wird jetzt unsere technische Leitung Markus Mehnert kurz erläutern. Herr Mehnert, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Ich musste mich jetzt auch noch kurz mit dazuschalten, dass Sie mich mit auf dem digitalen Podium sehen. Zu den technischen Hinweisen. Am besten nehmen Sie für den heutigen Abend die Sprecheransicht. Also Sie kennen aus verschiedenen Meetings oder vielleicht persönlichen Treffen die Galerieansicht. Die empfiehlt sich heute nicht. Mit der Sprecheransicht sehen Sie die Kacheln von den Personen, die gerade sprechen. Das bietet sich für den Folge oder für den Ablauf des Abends an, einfach diese Ansicht zu wählen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Audioeinstellungen einzustellen. Ich habe gerade schon aus dem Publikum erhalten, dass es da am Anfang noch Schwierigkeiten gab. Das können Sie im Programm, am Laptop links unten auswählen. Das sind die Audioeinstellungen. Einfach darauf achten, dass Sie dann auch hören, was eben gesagt wird.
Wenn Sie Beiträge beitragen wollen, dann können Sie das zum einen über die Chat-Funktion tun. Sie können dort Fragen formulieren. Die Beiträge lesen wir dann als Host und Co-Host. Das sind ich, die technische Leitung und auch die Moderatoren. Und wir können darauf eingehen. Selbiges gilt für technische Probleme oder Ähnliches. Da werde ich mich an Ihr Anliegen kümmern. Ebenfalls können Sie, um Beiträge anzumelden, die Hand heben. Diese Funktion finden Sie entweder über das Feld Reaktionen unten in der Bedienleiste oder bei älteren Zoom-Versionen finden Sie dies über das Feld Teilnehmer. Da finden Sie die Handhebefunktion. Da erscheint auf Ihrem Icon ein Symbol und wir merken dann, dass Sie einen Beitrag anmelden möchten. Wenn Sie dies tun und wir Sie dann zuschalten, dann werde ich Ihre Stummschaltung, die Aufhebung Ihrer Stummschaltung beantragen. Das heißt, Sie können dann zu uns sprechen und ebenfalls werde ich beantragen, dass Sie Ihr Video freischalten. Sie können aber selbst entscheiden, ob Sie gesehen werden möchten oder eben nicht. Das ist es soweit von meiner Seite. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und wenn es technische Schwierigkeiten gibt, bin ich die Person, die sich darum kümmern wird. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die technische Einführung des heutigen Abends. Die heutige Abendveranstaltung, die heutige Debattenveranstaltung, sehr geehrte Damen und Herren, ist eine Premiere, in der Kontroversität, Prägnanz und der Austausch von Argumenten und Standpunkten im Vordergrund stehen soll. Klar ist jedoch auch, dass wir an diesem Abend nicht alle Themen, Anliegen oder Inhalte mit der gebotenen Wertschätzung diskutieren und besprechen können. Da bitte ich Sie jetzt, da bitten wir Sie jetzt bereits um Ihr Verständnis. Der heutige Abend ist ein Versuch, kontroverse Standpunkte kennen und schätzen zu lernen, Sachinformationen zu sammeln und Sie bei Ihrem eigenen oder bei Ihrer eigenen Standpunktsuche zu unterstützen. Dazu gehört, dass Sie heute Abend mit großer Sicherheit Standpunkte, Aussagen und Argumenten hören, die vermeintlich zutiefst Ihren eigenen Vorstellungen widersprechen werden. Sollten Sie also Widerspruch verspüren, sollte es in Ihren Fingerkuppen kribbeln, freuen wir uns auf eine sachliche Debatte mit der Kraft guter Argumente. Und sollten Sie bereits merken, dass Ihr Standpunkt gefestigt ist, dann lassen Sie gern anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance, es Ihnen in der Standpunktsicherheit gleichzutun. So, mit den Erklärungen vorangetreten, möchte ich nun eine kurze Umfrage für Sie schalten, damit wir Sie direkt am Anfang auch mitnehmen können. In der ersten Umfrage, sie wird hier gerade schon eingeblendet, möchten wir von Ihnen erfahren, wie breit unser Publikum heute Abend ist. Sie sehen, Sie können an der Umfrage teilnehmen. Zur Auswahl stehen Eltern, Großeltern, Lehrkraft, die Doppelfunktion Lehrkraft-Elternteil, Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch von der Schulleitung. Vielleicht sehen Sie sich in der Rolle einer Erzieherin oder eines Erziehers. Sie sind hier als Schulsozialarbeiter oder eben in einer anderen Funktion. Ich sehe, dass bisher die Hälfte abgestimmt haben. Ich gebe noch einen Moment Zeit und werde dann gleich auch die Resultate allen öffentlich zugänglich machen. So, wir haben bisher 85% erreicht. Ich warte noch 5 Sekunden. Wunderbar. Ich beende jetzt einmal die Umfrage und gebe Ihnen allen die Resultate frei. Und wie wir sehen, haben wir hier ein sehr gemischtes Feld. Das freut uns natürlich, dass wir ein breites Publikum ansprechen konnten. Mit 26%, ganz knapp vorn, liegen die Lehrkräfte. An zweiter Stelle haben wir die Eltern und Großeltern oder eben auch die Doppelfunktion Lehrkraft und Elternteil. Aber auch sonstige Rollen sind hier vertreten. Haben Sie vielen Dank dafür. Wir haben noch eine zweite Umfrage direkt im Anschluss für Sie vorbereitet. Die ist auch ganz knackig. Und zwar möchten wir Sie fragen, ob Sie die geplante Umsetzung, so wie sie gestern angesprochen wurde, befürworten. Das bedeutet, dass ab kommendem Montag die Grundschulen zumindest wieder öffnen, der Präsenzunterricht aber nicht zur Pflicht besteht und auch weiterhin die Abschlussklassen in die Schule gehen können, während ein großer Teil das eben nicht tun kann. Wie stehen Sie dazu? Befürworten Sie die geplante Umsetzung? So, und auch hier wird mir angezeigt, es strudeln sehr schnell sehr viele Antworten ein. Wir sind schon weit über 80%. Und auch hier ist das Bild sehr differenziert, möchte ich sagen. So.
Ich möchte einmal kurz die Resultate veröffentlichen. Das bedeutet, ich beende die Umfrage nun. Und wie wir sehen, ist sich der größte Teil, knapp unter der Hälfte, nicht ganz einig oder steht gewissen Punkten positiv gegenüber, anderen weniger. Aber genauso ein Drittel sagt nein, so sehen wir das nicht. Oder auch 22% ja, die Schulöffnung, so wie sie jetzt umgesetzt ist, befürworten wir vorerst. Damit beende ich die Umfrage und haben Sie vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Ich gebe das Wort zurück an Herrn Tietze. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und wir können starten mit unserem ersten Themenblock psychische und körperliche Gesundheit. Und unsere beiden ersten Gäste möchte ich gerne mit auf dieses Podium bitten. Das ist Professor Dr. Wieland Kies und Ursula Marlene Kruse von der GW Sachsen und Professor Dr. Wieland Kies vom Uniklinikum in Leipzig. Sie können Ihr Mikrofon und Ihr Video freischalten. Sollten Sie damit Probleme haben, merken wir das sofort und die technische Leitung wird Sie da unterstützen. Wir warten einen kurzen Moment und dann können wir uns diesem Thema widmen. Herr Professor Dr. Kies, herzlich willkommen. Frau Kruse, auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier Gast in dieser Runde sind. Ich möchte starten mit einer Frage an Herrn Professor Dr. Wieland Kies. Gestern wurde ja bekannt, dass der Freistaat Sachsen zumindest im Primarbereich die getroffenen Maßnahmen lockert. Auf den ersten Blick, wenn man gerade auch in den sozialen Netzwerken schaut, sprechen viele Menschen von einem Fehler. Man spricht davon, dass die Infektionslage nicht ganz eindeutig ist, dass die Mutationen eine Gefahr bedeuten. Herr Professor Dr. Kies, sind denn die offenen Schulen und der Präsenzunterricht ein Pandemietreiber oder sind sie das nicht? Also schon allein, vielen Dank, das Wort Pandemietreiber ist einfach Quatsch. Und sagen Sie das den Großsprechern Kekulé, Lauterbach, das ist einfach ein Kunstwort, das in den Medien gut klingt und einfach Quatsch ist. Kinder können Viruserkrankungen weitergeben und Erwachsene können das auch. Und weder gibt das Virus einen Cut-off von 20 Jahren, noch von 5 Jahren, noch von 60 Jahren vor. Es gibt keinen Hinweis, dass Kinder Treiber, dieses Wort ist ein Ungut in unserer Gesellschaft geworden, der Pandemie gewesen sind. Lassen Sie mich zwei Dinge aber vorwegschicken. Frau Kruse, ich hoffe, dass wir trotzdem in Anführungszeichen Freunde bleiben in unseren Einstellungen. Ich zitiere mit meinem niedrigen Bildungsgrad, Sie merken etwas meine Aggressivität, die ich aber danke Ihrer wunderbaren Vorrede, Herr Tietze, ein bisschen einzufangen gedenke. John F. Kennedy hat das, meine ich, gesagt. Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage, was du für das Land tun kannst. Das möchte ich einfach Ihnen allen, steht mir nicht zu, aber vielleicht für die nächste Stunde mitgeben. Zweiter Punkt, wir sollten vielleicht kurz innehalten und kurz alle nicken. Ich hoffe, dass wir nicken können. Da bin ich leider nicht so sicher. Haben wir tatsächlich gemeinsame Themen und Ziele hier? Erster Punkt, Thema 1. Ja, wir haben eine Pandemie. Oh Gott, und keiner wusste es. Und jetzt hat es auch noch Schnee. Das ist nichts Neues. Ich empfehle seit Wochen, und ich bekomme keine Tantiemen, ein Buch Epidemics and Society. Epidemien und Gesellschaften. Was in den letzten 20.000 Jahren Epidemien mit unseren Gesellschaften der Menschheit gemacht haben. Ob das HIV ist, ob das die Pest, ob das Pocken sind und jetzt ist es halt gerade Corona. Also wir haben eine Pandemie und ich habe keinerlei, und ich habe mich geläutert, keinerlei, ich bin einfach zu alt dafür, Verständnis mehr für Querdenker. Ich lade jeden, der denkt, die Corona-Existenz leugnen zu müssen, zu uns auf die Intensivstation ein. Dann können Sie mal sehen, wie es ist, wenn jemand erstickt. Das ist Pandemie. Und es gibt viele Kranke und inzwischen ist meine Hochrechnung ziemlich genau, die ich vor einem Jahr gemacht habe, getroffen. Wir haben 50.000, 60.000 Tote in Deutschland mit oder um Corona. Also haben wir eine Pandemie. Warum bin ich so aggressiv? Ich habe ertragen müssen im Sächsischen Landtag, dass die Fraktion der AfD mich auslacht, so ungefähr, Corona gibt es ja gar nicht. Das ertrage ich nicht mehr. Und ich finde es unglaublich toll, wie Frau Köppen, eine Intensivkrankenschwester unseres Universitätsklinikums, in der Öffentlichkeit erzählt hat, was eigentlich los ist. Und wie es den Kolleginnen geht, wenn sie
tagtäglich mit Sterbenden zu tun haben. Und dann junge Medizinstudenten sind da dabei, Menschen vor dem Uniklinikum demonstrieren sehen, es gibt ja gar kein Corona. Also wir haben eine Pandemie. Ich hoffe, wir sind uns da einig. Zweiter Punkt, und ganz das kurz. Ist ein Thema von mir seit 30 Jahren, das müssen Sie jetzt ertragen. Ist Bildung eigentlich wichtig? Ist Bildung wichtig? Offensichtlich nicht, weil wir können ja die Schulen zumachen. Und digital arbeiten. Ich habe gerade zum 120. Mal erlebt, wie es ist, wie man mit Computern kämpft, wie das Zoom nicht funktioniert. Wir haben in Krankenhäusern in Deutschland, das wissen vielleicht viele nicht, massiv mit Cyberangriffen zu tun. Wir haben Sicherheitsbestimmungen, dass wir bald nicht mehr arbeitsfähig sind. Aber darunter machen wir, Frau Kruse, digitalen Unterricht für unsere Studierenden. Das ist kein Spaß mehr. Also wenn es möglich ist, und es ist möglich, unter bestimmten Bedingungen, Frau Porsche, ich fand Ihre Umfrage vorhin klasse und die Antworten gut. Teils, teils, hätte ich auch gesagt, bin ich für die Schulöffnungen. Aber nochmal, ich bin komplett für Schulöffnungen und Kitaöffnungen, aber eben mit Bedingungen. Und ich komme zurück, ich bestreite nicht den Rest des Abends, keine Angst. Zurück zu John F. Kennedy. Was hat jeder Lehrer, jeder Kinderarzt, ich auch, jeder Elternteil dazu beigetragen, innerhalb des letzten Jahres, der letzten 12 Monate, damit wir besser mit diesem Thema umgehen können? Ich habe tolle Mitarbeiter in meiner Klinik, die sind in der Erwachsenenmedizin gehüpft und haben dort Schwerstkranke behandelt, sich ausbilden lassen und haben toll geholfen. Meine Forschungsleute, Wissenschaftsteam hat in der Corona-Ambulanz geholfen, weil sie sehr gute Rachenabstriche und so weiter machen können. Wir haben Leute, die sich engagieren. Das ist toll im Land. Also ich will nicht nur pessimistisch sein. Aber dieses Schimpfen gegen die Politik, gegen die Lehrer, gegen die Eltern oder gegen die, die für Schulöffnungen sind, das bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns auch heute Abend gemeinsam an Lösungen arbeiten. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Kies, auch für die Ausführlichkeit Ihrer Ansage und Ihres Appells. Herr Kies, aber noch mal ein Stückchen weit zurück. Was antworten Sie denn was würden Sie denn Personen antworten, die sagen, na doch, ich mache mir doch schon Sorgen um mein Kind? Gibt einige Eltern, die sagen, naja, gern schicke ich mein Kind in die Schule, aber ich habe Sorge davor, dass sich mein Kind ansteckt. Ich habe Sorge davor, dass die Infektion in meine Familie kommt. Wie antworten Sie darauf? Also, jetzt bin ich der typische Mediziner. Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und mit Risiken. Die Wahrscheinlichkeit, das ist natürlich nicht evidenzbasiert, das betone ich. Es gibt keine harten Daten in einer Schule X zu sagen, das Risiko ist Y, in einer anderen Schule ist es so. Diese Daten wird man nie haben. Aber in der momentanen Situation, die Wahrscheinlichkeit, wenn man bestimmte Regeln einhält, nämlich Masken trägt, Hybridlösungen, geteilter Unterricht, Abstandsregeln, Pausenregeln, ganz wichtiges Thema, kein Singen, kein Sport, und vielleicht sich zu Hause und im Freundeskreis endlich mal zusammenreißt und zusammennimmt, dann ist das Ansteckungsrisiko, das ist die klare Antwort, sehr gering, wenn ich mein Kind in die Schule schicke. Wenn ich aber in der Schule davon ausgehen muss, dass man sich weiterhin umarmt, dass der Lehrer oder die Lehrerin keine Maske trägt, dass unsere überfüllten Schulen, die seit zig Jahren zu Tode gespart worden sind, eine tatsächliche Raumverteilung mit Abstandsregeln oder entsprechenden Pausenregeln gar nicht zulassen, dann muss man das Ganze kritischer bewerten. Mhm. Vielen Dank. Frau Kruse, fühlen sich Lehrkräfte, und diese Frage stelle ich an Frau Kruse, aber sie ist natürlich auch an alle Lehrkräfte hier im Raum gemeint, die hier mit dabei sind, fühlen Sie sich denn geschützt und fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen geschützt, wenn es heißt, die Schulen öffnen wieder im Primarbereich und sind entsprechend wieder nicht auf dem normalen Niveau, aber zumindest auf einem geöffneten Niveau? Wenn ich aber erstmal ganz kurz auf die Frage, ob wir weiter Freunde bleiben, eingehen kann. Natürlich werden wir weiter Freunde bleiben, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Auffassungen haben, Herr Professor Kies. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn wir nach dieser Pandemie irgendwo in der Stadt Leipzig gemeinsam einen Kaffee trinken gehen. Das wird nach vielen Telefonaten dann auch wirklich mal Zeit. Ja. Im Übrigen sind wir uns auch im Ziel einig. Das Ziel besteht darin, verlässlich Bildung für Kinder und Jugendliche, und zwar in der gesamten Zeit der Pandemie, zu garantieren.
Wir haben an einer Stelle sicherlich eine unterschiedliche Auffassung oder möglicherweise eine unterschiedliche Auffassung. Sind die jetzigen Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt geeignet, um Verlässlichkeit herzustellen? Wenn ich vorhin gesehen habe, dass das Urteil von vielen lautete, teils, teils, dann entspricht das auch den Erfahrungen, die ich heute gemacht habe. Die Lehrerinnen und Lehrer sagen, insbesondere Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und in der Primarstufe der Förderschulen, die sagen, wir wollen, dass die Kinder wieder in die Schule kommen. Wir wollen Kindern, von denen wir befürchten, dass sie zu Hause Probleme haben. Wir wollen denen wieder in die Augen gucken können. Wir wollen direkt sehen, ob ein Kind etwas verstanden hat oder nicht. Wir wollen nicht den Versuch machen, einem Erstklässler, der noch nicht richtig lesen und schreiben kann, per Videokonferenz irgendwas beizubringen, sondern wir wollen mit den Kindern direkt zusammen sein. Wir wollen mit denen auch über ihre Sorgen reden, die zurzeit haben. Wir wollen im Kollegium beraten, wie es weitergehen soll. Aber auf der anderen Seite ist erstens die Kurzfristigkeit der Ankündigung. Es gab zwar da schon Hinweise darauf, aber am Ende ist diese Ankündigung dann immer sehr kurzfristig. Und darüber hinaus hat man sehr wohl den Eindruck, dass das, was jetzt als feste Gruppen beschrieben ist, dass das nicht bis zum Ende durchhaltbar ist. Und die Erfahrung haben die Kolleginnen und Kollegen eben im Mai gemacht. Und im Mai war die Situation deutlich anders. Also im Mai waren wir alle ganz aufgeregt. Und wenn man sich den Inzidenzwert vom 18. Mai anguckt, dann war der irgendwie sowas bei 4. Jetzt ist er in einigen Landkreisen noch deutlich über 100. Das muss man auch sagen. Und die Kollegen haben eben wahrgenommen, welche Mühe sie sich gemacht haben, in den Schulen die Gruppen zu trennen und die Klassen zu trennen und wie die Kinder dann in Bussen oder in den Horten wieder gemischt worden sind. Das ist eben nicht glaubwürdig. Oder wie Schulleitungen aufgefordert worden sind, etwas zu organisieren, was sie gar nicht organisieren konnten. Also wenn man der Schulleitung sagt, organisier mal, dass die Busse unterschiedlich fahren, und da gibt es nur eine Busroute und da wird Schule um Schule abgefahren, dann ist für die Kolleginnen und Kollegen nicht besonders glaubwürdig. Und auch im Kita-Bereich, das muss man sagen, ist es auch nicht glaubwürdig, wenn man die Kitas aufmacht. Aber die Frage, werden Erzieherinnen und Erzieher genauso regelmäßig getestet wie Lehrerinnen und Lehrer, wenn man die landesweit nicht abschließend beantwortet. Deswegen sind die Bedenken der Kolleginnen und Kollegen groß und die haben den Eindruck, dass man sich um ihre Gesundheit nicht wirklich gut kümmert und viele Antworten sind eben wirklich nicht überzeugend. Wenn da wieder jemand sagt, man soll einfach Stoßlüften, dann fällt einem bei der gegenwärtigen Witterungslage nur auch nicht allzu viel ein. Das muss man ganz ehrlich sagen. Herr Kies, bevor Sie antworten, es hat mich eine erste Frage aus dem Publikum erreicht, die auch wunderbar in diese Thematik hineinpasst. Frau Schweizer-Strobel lässt nämlich fragen, was ist denn eigentlich mit dem Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg eben in benannten überfüllten Verkehrsmitteln? Inwieweit trägt das denn zu einer Verbreitung des Viruses zum Beispiel bei? Darf ich direkt darauf antworten? Also das ist, glaube ich, die Frage von Frau Kruse, die so ganz global ist und jetzt konkretisiert. Ich habe es vorher vielleicht ein bisschen runtergespielt und habe gesagt, Abstandsregeln und Pausenregeln. Also damit meinte ich nicht nur Pausen, sondern Transport, Anfahren, Wegfahren, abgeholt werden. Wenn ich gesagt bekomme, berichtet bekomme, als die Kitas noch offen waren, wurde riesengroß über die Risiken berichtet, aber die Eltern haben im SUV, Entschuldigung, vorfahrend, ihre Kinder abgegeben, ihren Nachbarn nochmal kräftig geknutscht und dann sollte man Abstand halten und Stoßlüften. Also das meine ich, bitte, Verantwortung an jeden Einzelnen von uns. Und Frau Kruse, ich muss Ihren Kolleginnen und Kollegen, deren Besorgnis, ich bin genauso alt wie viele Ihrer Kollegen, durchaus ein bisschen einordnen. Also eine Sicherheit, dass ich nicht morgen mir das Bein breche, weil es hier Glatteis hat, die gibt es halt nicht. Das mag zynisch klingen und ich weiß jetzt schon wieder, was ich morgen in sozialen Medien zu ertragen habe, aber ich bin nicht in sozialen Medien, nur in asozialen und insofern werde ich es wegklicken. Aber wir haben keine Sicherheit. Das erleben wir in der Medizin. Die Leute glauben, dass man durch Vorsorgeuntersuchungen gesund bleibt.
Nein, dann kann man vielleicht Krankheiten früher entdecken. Es gibt keine Sicherheit. Nur im Moment ist das Ansteckungsrisiko für einen Lehrer, der selber eine Maske aufhat, der selber Abstand einhält, der eben alleine in die Schule fährt und wieder nach Hause fährt, sehr gering, sehr, sehr gering. Und die gute Meldung vielleicht an Sie alle, aber Sie sind ja auch unterwegs und gucken und informieren sich. Es ist jetzt knackekalt. Die Leute kuscheln nicht eng zusammen. Naja, vielleicht im Privaten. Aber die Dinge, die großen Ansammlungen sind in solchen Zeiten etwas reduziert. Gleichzeitig haben wir durch den Lockdown reduzierte Zahlen. Die Zahlen gehen nicht umsonst jetzt zurück. Und im März und April, wenn das Wetter besser wird, haben wir tatsächlich eine etwas, ja, ich hätte es fast gesagt, Corona-freie Zeit. Also lassen Sie uns jetzt anfangen zu überlegen, wie man sicher die Schulen wieder öffnet und schrittweise öffnet. Ein wichtiger Punkt noch, ich kann es auch persönlich in meinem Umfeld nicht mehr ertragen, wenn wir ständig über unsere persönlichen Befindlichkeiten, ich bin zu spät informiert werden, es geht mir alles zu schnell. Also die arme Frau Merkel hat Corona nicht bestellt. Mir hat eine Patientenmutter einer sehr schwerkranken jungen Dame, der wir versuchen zu helfen, plötzlich im Gespräch um das arme Mädchen gesagt, im Übrigen hat Frau Merkel Corona geschickt, um das deutsche Volk auszurotten. Also einen größeren Schwachsinn kann man einfach nicht mehr verzapfen. Wir haben es hier einfach mit Ruhe, mit Fakten und mit Wahrscheinlichkeiten und Risiken zu tun und nicht mit Befindlichkeiten. Die Frau Merkel hat mich aber nicht gefragt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist doch Quatsch. Wir müssen gemeinsam uns informieren, austauschen. Und ich muss Ihnen sagen, wo fühlt sich denn ein Lehrer sicher? Also ich fühle mich zum Beispiel im Krankenhaus, das mag den einen oder anderen von Ihnen überraschen, extrem sicher. Jetzt mache ich Ihnen konkrete Vorschläge. Warum gehen Sie nicht hin und testen in Schulen tatsächlich die Lehrer? Das hätte man längst machen können. Nicht global testen und dann nicht nachverfolgen. Ich habe in meiner Familie erleben müssen, wie wir als Familie der sterbenden, dementen, hochbetagten Uroma nicht mehr nahe sein durften, die Pflegenden aber täglich ein- und ausgegangen sind, ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Tests. Mich wundert nichts, dass Hotspots in Altenheimen sind. Und die Schulen sind es nicht. Es gibt natürlich, da fand ich die Berichterstattung im MDR neulich gruselig, eine Schule, wo plötzlich 20, 30 Kinder und Lehrer betroffen sind. Ja, ich meine, wenn Millionen Menschen in unserem Land betroffen sind, wird es tatsächlich auch ein paar Lehrer und Schüler treffen. Nur prozentual, wir haben inzwischen fünf, ich bin ziemlich arrogant, wie Sie wissen, aber auch stolz auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wir haben 5 Publikationen in der Pipeline. Eine angenommen, eine so ist es in der Wissenschaft, eine in Revision, eine gerade eingereicht, eine wird geschrieben und eine ist gerade unterwegs. Das heißt, 5 Arbeiten zum Thema Corona. Wir können tatsächlich mitreden, aber wir können nicht alles erklären. Wir können tatsächlich eins sagen, aber das weiß Frau Kruse, die ist sehr klug, also für Sie alle. Die Kinder leiden durch den Lockdown, massiv. Wir haben es gemessen. Wir haben eine große Arbeit aus den USA von einer Top-Zeitschrift zurückbekommen. Wissen Sie, mit welchem Kommentar? Unsere Ergebnisse seien ja klar. Das hätte man ja erwarten können, dass Kinder soziale Kontakte missen, dass sie sich Sorgen um die Welt machen, um ihre Eltern, dass ihre Eltern wegsterben, dass Kinder, und das sagen Sie bitte überall weiter, die adipös sind, also eher ungebildete Kinder, die übergewichtig sind, im Lockdown massiv Gewicht zugenommen haben. Das wird Auswirkungen die nächsten 20 Jahre haben. Also psychische und körperliche Auswirkungen, die wir halt klein halten müssen. Trotzdem, Frau Kruse, deswegen, wir sind natürlich zusammen. Ich will doch keinen Lehrer gefährden, auch keine Kinder. Es gibt schwerkranke Kinder. Das ist eine Rarität bei Covid, interessant, das kann man anders mal besprechen. Aber wir wollen natürlich Gesundheitsschutz tatsächlich haben. Aber Bildung komplett über den Tellerrand werfen, das geht nicht. Ich erreiche dazu gerade einige Fragen. Ich muss noch mal kurz vorweggreifen, das passt auch sehr gut in das Thema hinein. Und zwar wurde von 2 Gästen gefragt, wie können wir denn unsere Kinder und Eltern fit machen in Selbsttestung? Also warum testen wir nicht Lehrer und Schüler? Und dazu auch noch ein Kommentar von einem dritten Gast. Eine einmalige Testung bringt genau für einen Tag Sicherheit, denn auch Lehrer gehen nachmittags einkaufen. Genau.
Genau. Das Herr, passt doch wunderbar bevor Sie, zusammen. Bevor Sie antworten, Herr Kies, ganz kurz. Nur ja, bevor Sie also ich bin komplett gegen Selbsttests. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen. Ich lasse mich testen. Damit nehme ich die arme Krankenschwester, die mir eigentlich nicht wehtun will, richtig in den Rachen hineinfährt und einen ordentlichen Test macht. Also die Qualität von Testverfahren muss ständig überprüft werden. Das nennt man Qualitätsmanagement im Autobau und der muss genauso in der Medizin gemacht werden. Nächster Punkt, was hilft mir ein Selbsttest, wenn ich gar nicht weiß, was ich mit dem Testergebnis, also Kohortierung, Quarantäne und so weiter machen soll? Und Sie haben recht, ein Schnelltest ist eine Momentaufnahme. Trotzdem wieder der Appell, Testen alleine, wie es in Bayern ausgerufen wurde, ist natürlich Quatsch. Einfach nur zu testen, ändert ja gar nichts. Ich muss mein Verhalten ändern. Sie haben richtig gehört, ich, jeder von uns. Und wenn ich dann natürlich ohne Mundschutz zum Einkaufen gehe, weiter wild meine Freunde, Nachbarn und so weiter treffe, zum Feuerwehrfest gehe und das halt in der Garage abhalte, damit es niemand merkt, dann habe ich es nicht verstanden. Also die Tests sind ja nur ein kleines Instrument. Herr Dr. Kies und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lassen Sie uns gerne nochmal den Blickwinkel von Schülerinnen und Schülern hier mit in diese Diskussion mit reinnehmen. Johanna Kesitschka vom Landesschülerrat Sachsen ist hier auch mit in dieser Runde und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, heute hier mit dabei zu sein. Sie kann sich jetzt hier gleich mit dazu schalten. Frau Kesitschka, inwieweit sind Regeln wie Maskenpflicht oder regelmäßiges Lüften für Kinder und Jugendliche überhaupt einhaltbar? Stichwort Pausenzeiten, Stichwort die Fahrt von der Schule oder nach Hause. Wie realistisch sind denn diese Maßnahmen und vor allen Dingen auch die Umsetzung derer? Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich glaube, das ist einfach eine wichtige Frage, die auch schon von Professor Kies angesprochen wurde. Im Endeffekt geht es darum, wenn wir eben als langfristigen Plan haben, die Schülerinnen und Schüler wieder zurück an die Schulen zu holen, müssen wir auch bestimmte Konzepte mitbringen. Wir haben leider im letzten Jahr gesehen, vor allem auch wir als Landesschülerrat haben erlebt, dass es sehr negatives Feedback gab, vor allem zu Anfang der Corona-Zeit, weil viele Schulen natürlich überfordert waren mit der Situation. Das war selbstverständlich, man musste Pläne erstellen. Aber jetzt sind wir, sage ich mal, nach einem Jahr in der Situation schon drin und wissen ungefähr, wie man vielleicht Hygienekonzepte schärfer machen kann, konkretisieren kann. Und das ist auf jeden Fall das A und O, wenn wir darüber nachdenken, eben weitere Klassen hoffentlich, sobald es geht, je nach Infektionszahlen wieder in die Schulen zu lassen. Diese Rückkehrpläne müssen natürlich schulindividuell gestaltet werden. Man darf nicht vergessen, gerade auf den ländlichen Räumen haben wir riesige Schulen mit sehr alten Schulgebäuden. Quasi können wir da nicht so einfach die Raumgestaltung machen, wie vielleicht in einer Schule in Dresden oder Leipzig. Aber deswegen muss es die Schule auch machen können und sie hat jetzt genügend Vorbereitungszeit, um das zu tätigen. Was diese Maskenpflicht angeht, ich glaube, wir sind uns einig, dass Schülerinnen und Schüler Masken blöd finden. Aber wir sehen es auch als eine Notwendigkeit, damit wir eben nicht im Homeoffice sitzen, weil das Homeoffice extrem schwierig ausfällt. Zumindest auch gerade für die benachteiligten Kinder oder eben auch die, die im ländlichen Raum sind und einfach kein Internet haben. Und wenn wir die jüngeren Schülerinnen und Schüler betrachten, wo immer wieder das Argument kommt, die werden doch gar nicht die Maske aufsetzen können. Ich muss ein eigenes Beispiel bringen. Ich saß letztens im Bus und habe selber gesehen, wie ein vielleicht 5. oder 6. Klässler eine Maske auf hatte und eine ältere Dame daneben saß und die es nicht hatte. Natürlich weiß ich nicht, ob sie einen Attest hatte oder nicht, aber es geht. Und ich glaube, was damit folgt, ist auch eine Art von Aufklärung. Ich glaube, gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler sind sich der Situation vielleicht noch nicht bewusst. Ich mache auch nur Biologie-Grundkurs und weiß zwar, dass Partikel übertragen werden, aber ein 5. oder 6. Klässler hat das vielleicht noch nicht vorher gehabt. Da braucht es einfach auch Konzepte, vielleicht auch von Seiten des Staates, dass man eben auch bestimmte Dinge vielleicht auch erklären kann, vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler da näher bringt. Weil ich glaube, wir müssen auch langfristig wirklich darum planen, die Schülerinnen und Schüler zurückzuholen, weil das Homeoffice wird nicht besser werden. Wir haben das gesehen, nach einem Jahr ist es nur teilweise besser geworden und es bringt eben enorme Probleme altersübergreifend mit sich. Vielen herzlichen Dank. Frau Kruse, gern. Und ich würde Ihnen gerne auch noch die Frage mit rein. Wir haben jetzt über Homeoffice, Homeschooling, ein bisschen Digitalisierung gesprochen, haben gemerkt, das ist so ein Teufelszeug nach einem Jahr. Was hätte es denn gebraucht, um dieses eine Jahr besser auch in dieser Homeoffice-Situation umzukriegen? Also Digitalisierung, die Kolleginnen und Kollegen, Lehrkräfte, die mit hier in diesem Raum sind, die haben ein Reizwort, nämlich Lernsacks. Das funktioniert ja auch nicht so, wie es oft funktionieren soll. Nehmen Sie uns da gerne auch noch mal ein Stück weit mit, Frau Kruse, bitteschön. Und auch die Kollegen im Raum, wenn Sie da Erfahrung haben, schalten Sie sich gerne dazu, Handheben-Funktion nutzen und dann können Sie sich gerne hier dazu schalten lassen. Frau Kruse, bitteschön.
Also was als erstes hätten wir vor einigen Jahren schon mal das Bewusstsein entwickeln müssen, dass es gegebenenfalls digitale Lernformen gibt. Damit meine ich nicht, dass man pausenlos digital unterrichtet. Es gibt seit einigen Jahren eine Regelung im Schulgesetz, aber auch die ist noch nicht so alt. Ich denke, die ist von 2017 oder so. Also die ist zum E-Learning. Übrigens, großes Kompliment, das hat damals der Landesschülerrat durchgefochten und niemand anderes. Und da ging es zunächst erstmal einfach darum, wie gehen wir denn mit Schülerinnen und Schülern um, die längere Zeit krank sind oder die mit ihren Eltern unterwegs sind. Und natürlich haben sich auch damals einige Schulen schon auf den Weg gemacht, aber bei weitem nicht alle. Aber das ist gar kein Vorwurf an die Schulen, sondern das ist zunächst erstmal die Feststellung, dass weder in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern da genug geschehen ist. Also es reicht ja nicht, Lernsacks anzumachen, sondern es gehört ja auch eine bestimmte Pädagogik, Didaktik dazu. Und die kann man sich auch nicht innerhalb von wenigen Monaten drauf schaffen. Und da rede ich nicht über die technische Ausstattung, die nicht adäquat ist. Das Zweite, natürlich haben die Schulen, ich glaube, da gibt es wirklich einen Unterschied zwischen dem Frühjahr und dann dem Winter. Natürlich haben die Schulen geguckt, was ist uns eigentlich gelungen und was ist uns nicht gelungen. Und viele haben sich auf den Weg gemacht. Allerdings war die ständige Ankündigung, und die war von September bis fast Ende November durchgängig. Wir halten am Präsenzunterricht fest, die hat nicht dafür gesorgt, dass die Schulen sich damit auseinandersetzen, wie könnten wir denn bessere Angebote machen. Und dann hat natürlich der Zusammenbruch von Lernsacks und darüber hinaus gibt es da ganz, ganz viele Probleme auch nicht dazu geführt, dass man nun ganz freudig und mit daran geht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kolleginnen und Kollegen sich ungeheure Mühe geben, um es mal ganz deutlich zu machen, damit ist auch deutlich mehr Arbeit verbunden. Und auch, also das beklagt momentan keiner. Die größte Schwierigkeit ist die Parallelität von Präsenzunterricht und Online-Angeboten. Aber insbesondere fehlt es natürlich an Praxis, an Normalität im Umgang mit verschiedenen digitalen Formaten. Das erscheint mir ganz wichtig. Nachfrage gern. Sie haben gerade gesagt, die Parallelität zwischen Wechsel digital und Präsenz ist ein Problem. Aber das wird doch gerade gemacht oder das ist ja der Weg, worauf wir zulaufen. Heißt das, die Perspektive Schule in diesem Bereich des Wechselunterrichts ist problematisch an der Stelle? Und im Anschluss gern Frau Kiesecker. Naja, also wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Sachen problematisch sind. Natürlich ist eingeschränkter Regelunterricht problematisch und auch Wechselunterricht ist problematisch. Aber Wechselunterricht ist besser. Besser als wir machen die Schulen auf und gucken nicht richtig hin. Frau Kiesecker hat vorhin auf den Unterschied zwischen den großen Städten und dem Land hingewiesen. Viele Konzepte sind anhand der großen Städte gestrickt, die aber gleichzeitig riesig volle Klassen haben. Um das mal ganz deutlich zu sagen und wo die Bedenken auch deswegen besonders groß sind. Aber wir werden um den Wechselunterricht gar nicht drum herum kommen. Wir müssen aber wissen, bei dem Wechselunterricht wird nicht alles durch die Schulen zu leisten sein. Das wird auch nicht durch die Lehrerinnen und Lehrer und nicht durch die Schülerinnen und Schüler zu leisten sein. Wir werden mit Lücken aus dieser Zeit rauskommen. Und eine der wesentlichen Fragen ist, wie gehen wir denn dann mit diesen Lücken um? Wir können ja nicht einfach sagen, so jetzt versuchen wir mal irgendwie alles wieder zu kitten. Trotzdem halte ich Wechselunterricht für die weiterführenden Schulen über einen gewissen Zeitraum für zwingend erforderlich. Und weil vorhin Herr Kies so ein bisschen wütend auf einige Menschen war, würde ich auch gerne mal meiner Wut Ausdruck verleihen. Ich bin sehr verärgert über Eltern, die mir schreiben, was für absurde Vorschläge die GEW macht, wenn sie die Öffnung der Schulen für zu schnell hält. Und die gleichen Eltern teilen mir mit, dass sie keine Masken aufsetzen etc. und treten genau diesem Ziel, Schulen aufzumachen, entgegen. Und da habe ich auch einen ziemlichen Hals, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch erlebt, ohne Schülerinnen und Schülern einen Vorwurf zu machen, so ist eben die Welt.
im Dezember, kurz bevor die Schulen geschlossen worden sind, war ich in der Nähe einer Berufsschule. Die Schülerinnen und Schüler hatten alle tapfer die Masken im Gebäude auf. Dann standen sie vor dem Gebäude, haben eine geraucht. Ich kenne das, da raucht man in der Tat nicht, nee, da hat man keine Maske beim Rauchen auf. Und dann standen sie in einer Gruppe und in der Mitte stand ein junges Mädchen und küsste alle ringsrum. Ich habe da wirklich Verständnis dafür, 19-Jährige machen das so und ich bin da auch ein bisschen neidisch drauf. Aber natürlich ist die Situation so. Und an einer berufsbildenden Schule, ja, da kann man wirklich nicht mehr damit argumentieren, dass Schülerinnen und Schüler das Virus weniger verbreiten können als kleine Kinder. Frau Kesika, bevor Sie anfangen zu sprechen, mich hat noch ein Kommentar erreicht. Vielleicht möchten Sie dazu auch gleich Stellung nehmen. Und zwar wurde geschrieben, dass das Problem nicht an der Fähigkeit der Lehrer liegt, also das überhaupt zu lernen, sondern die Bereitschaft ist. Und derjenige kann nur von seinem Kollegium sprechen und dort haben sich alle eingearbeitet und machen auch vollständig digitalen Unterricht über Microsoft Teams. Und der Altersdurchschnitt an der Schule liegt auch in Anführungszeichen nur bei 34 Jahren. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Also ich glaube nicht, dass das eine Altersfrage ist. Ich glaube, dass möglicherweise ist die Schwellenangst für junge Kolleginnen und Kollegen ein bisschen geringer. Und über die Bereitschaft, da kann ich ein bisschen wenig sagen. Ich habe also zumindest aus dem, was wir als GEW gemacht haben, wir haben eine ganze Menge Fortbildung in dem Bereich angeboten seit Mai und waren sehr, sehr begeistert, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich da angemeldet haben. Natürlich fällt an der Einzelne oder die Einzelne auf, die da sehr, sehr skeptisch ist oder die sich weigert oder und diejenigen, die daran, die sich jetzt ganz viel Mühe geben, die fallen dann nicht so ins Gewicht. Also ob die Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer nicht da ist, flächendeckend, das würde ich stark bezweifeln. Frau Kiesecke. Ich glaube, ich würde auch gleich anknüpfen. Ich meine, wir als Schülerinnen und Schüler sehen natürlich das dann Highlife mit. Wie funktioniert das aktuell im Homeoffice? Klappt es dann auch wirklich bei jedem Lehrer? Aber ich schließe mich bei Frau Kruse an. Im Endeffekt kommt es, glaube ich, daran an, dass die Bereitschaft vielleicht auch gegeben ist von der Mehrheit der Lehrerschaft, aber vielleicht vor allem am Anfang auch vielleicht Ressourcen gefehlt haben, um eben vielleicht eine Fortbildung zu Anfang zu machen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch da gibt es auch schwarze Schafe, wo es eben nicht funktioniert, wo eben nur die kopierten Seiten geschickt werden. Man darf aber nicht vergessen, ich glaube, gänzlich ist die Bereitschaft nicht verschwunden. Denn wie man sieht, wenn es jetzt Online-Formate gibt, wo man sich fortbilden kann, nehmen die Lehrer das auch ernst und nehmen das auch wahr. Ich habe auch von vielen Schulen, ich nenne die jetzt einfach Pilotschulen bei uns in Sachsen gehört, die wunderbar auch Videokonferenzen täglich durchgezogen haben, wo es gut funktioniert hat. Es ist aber leider nicht die Mehrheit. Das muss man einfach hier in Sachsen betonen. Aber um auf meinen Punkt nochmal kurz zurückzukommen, ich glaube, der Kernpunkt, den wir uns jetzt einfach vor Augen führen müssen, ist die Planbarkeit. Und die Planbarkeit, die auch Schülerinnen und Schüler gerade jetzt in dieser Zeit brauchen, ist manchmal noch nicht gegeben. Und wir sehen es auch aktuell. Wir haben eigentlich ein Versprechen gehabt, dass wir bald, also nächste Woche, mit den weiteren Klassenstufen anfangen. Inzidenzwert ist noch nicht gesunken, es wurde verschoben. Das sind natürlich alles völlig verständliche Faktoren. Man muss aber schauen, dass man vielleicht auch diese Planbarkeit ein bisschen länger ausdauern lässt. Quasi man sagt von Anfang an, 100 muss der Inzidenzwert sein. Die Schüler können sich zumindest auch ein bisschen mental darauf einstellen. Es braucht aber auch diese langfristige Planbarkeit, die Frau Kruse auch angesprochen hat. Es gibt Defizite und gerade in den unteren Klassenstufen, je länger die Pandemie andauert, desto länger sind sie auch im Homeoffice, muss man schauen, wie kann man sie ausgleichen. Hilft vielleicht eine Osterschule oder eine Sommerschule, quasi eine Möglichkeit, in den Ferien freiwillige Bildungsangebote wahrzunehmen? Ist das ein Ausgleichsdefizit? Müssen wir vielleicht auch nicht nur bei den Prüfungen jetzt in diesem Jahr schauen, sondern auch in den nächsten Jahren müssen Lehrplanangebote reduziert werden, verändert werden. Also ich glaube, diese langfristige Planung ist die eine Seite, aber es braucht vor allem auch jetzt diese kurzfristige Planung. Man darf nicht vergessen, wir sind mitten im Schuljahr und die meisten Schülerinnen und Schüler haben bis Juli weiterhin Unterricht. Und jeder ist gespannt, wie das aussieht. Und natürlich, wir sind sehr froh, dass gerade die Abschlussklassen und Vorabschlussklassen priorisiert wurden. Die schreiben bald Prüfungen. Das ist ein enorm wichtiger Teil ihres Bildungsweges. Und das ist wirklich top, dass es jetzt auch wirklich Regelungen gegeben hat, die kommuniziert wurden. Aber bitte nicht die unteren Klassenstufen vergessen, denn die brauchen unbedingt auch diese Planbarkeit. Denn für sie geht es genauso um Noten, vielleicht um ein Praktikum, vielleicht um eine Bildungsempfehlung. Und das darf einfach auch hier nicht vergessen werden vom Staat.
Mit Bitte um kurze Antwort. Und wahrscheinlich ist Frau Kruse da auch die falsche Ansprechpartnerin. Aber ein Nutzer fragt, wird Lernsachs demnächst eigentlich verbessert werden oder ist das eigentlich schon tot? Ich bin da definitiv die falsche Ansprechpartnerin. Aber Frau Kiesinger meldet sich. Gern. Notwendig wäre das sicherlich, ja. Ich kann definitiv sagen, von der Landesschülerratsseite, wir haben schon sehr, sehr lange auf eine Verbesserung von Lernsachs und eine Förderung von Lernsachs gehofft. Und ich glaube, wir sehen auch die ersten Fortschritte. Wir haben angefangen, erste Pandemiezeit, da hat die Videokonferenz-Tool-Funktion gar nicht funktioniert. Jetzt funktioniert sie zwar immer noch nicht, aber zumindest ist sie da. Man sieht also kleine Fortschritte. Auch die Hackerangriffe, die werden langsam unter Kontrolle genommen. Die Fortschritte sind da, wie Frau Kruse auch gesagt hatte. Man sieht eine Verbesserung, die ist aber vielleicht nicht so groß, wie wir uns erhofft haben. Aber das liegt auch eben mit den Defiziten, die man bei der verschlafenen Digitalisierung in den Vorjahren einfach schon gemacht hat. Und bevor Professor Kies gleich das Wort bekommt, möchte ich Ihnen gerne noch eine Umfrage mit auf den Weg geben. Der Kollege Markus Mehnert wird uns gleich eine Umfrage zum Thema Digitalisierung und Lehrkräfte. Und die Frage lautet dort, halten Sie Lehrkräfte für die Durchführung oder der Vorbereitung von digitalen Unterricht adäquat ausgestattet? Damit meine ich nicht nur technisch, sondern natürlich auch, was die Fähigkeiten betrifft. Wir sind sehr gespannt, wie Sie dort abstimmen. Und wie Sie das einschätzen. Und Herr Kies kann sich natürlich auf seinen Redebeitrag dann auch entsprechend schon vorbereiten, während Sie, sehr geehrte Damen und Herren, hier langsam entsprechend abstimmen. Sie sind rege dabei. Auch da der Punkt, dass wenn Sie Erfahrungen haben, wenn Sie uns nochmal mit Ihren Einblicken noch entsprechende Informationen geben wollen, dann schalten Sie sich hier gern dazu. Sie können die Hand heben und können sich entsprechend hier mit dazu bringen. Das sind die Resultate und die sind deutlich. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt die Gesichter unserer Gäste anschaue, die sind nicht überraschend an der Stelle. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz in die Diskussion gehen. Aber zuerst oder zunächst Professor Kies, bitteschön. Ja, vielen Dank. Frau Kissiker, Planbarkeit, das ist eine Pandemie. Das Virus verhält sich nach Wetterlage, nach Verhalten von uns Menschen, dem Wirt, die Politik geht nicht in ihre Entscheidung nach Wissensstand, den gibt es ja gar nicht. Wir gehen jetzt mit einer neuen Pandemie um. Das heißt, ich höre auch bei uns im Krankenhaus, das muss man doch besser planen können. Nein, irgendwo gibt es Grenzen der Planbarkeit. Und da fordere ich von mir selber, von Ihnen, von jungen und alten Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch eine gewisse Flexibilität und Verständnis. Ich verteidige, was mir überhaupt nicht gut zu Gesicht steht, zurzeit Politiker und die Politik. Also die reagieren doch auch nur, die können doch nicht langfristig planen. Wer vorgibt, langfristig planen zu können, sagt in meinen Augen die Unwahrheit. Zweiter Punkt, wir haben Daten aus einer unserer Studien zum Homeschooling, folgenden Effekt. Am Anfang machen die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gerne mit beim Homeschooling und nutzen tatsächlich die Hausaufgabenmodule etc. Mit zunehmender Dauer des Homeschoolings, des Lockdowns, machen die Schüler stattdessen Spiele im Internet und verlassen die Hausaufgaben. Wir haben es gemessen, das kann man tatsächlich messen. Das heißt also, irgendwo freut es ganz offensichtlich, ist meine Interpretation, die Kinder auch nicht und die sehnen sich halt nach normalem, in Anführungszeichen, Unterricht. Was ich sehr spannend fand, Frau Kruse, war Ihr Bericht, der sich voll mit meinen Einsichten hier deckt, über die Berufsschule. Also wenn wir eben, und das geht Beispiel Schulbusse und Schulunterricht, Beispiel Rauchen von Mitarbeiter und Mitarbeitern in Krankenhäusern, in Schulen und so weiter, in Pausen. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit dem Personalchef eines großen Leipziger Unternehmens reden zu können. Der sagt, er ist total stolz drauf, dass sie eine sehr gute Pausenregelung haben. Zum Beispiel ist es gar nicht gut, den Leuten zu sagen, ihr dürft die Kantine nicht mehr betreten, sondern da braucht man Abstandsregeln, kluge Möglichkeiten, Abstand halten zu können. Und eben ihnen nicht zu sagen, die Kantine ist geschlossen, es darf jetzt jeder seine Bämme mitbringen, weil wo essen die Leute dann die Bämme? In einem engen, zusammengepferchten Pausenraum, wo sie sich gerade ohne Maske sehr eng berühren und beieinander sitzen. Also dieses tatsächliche persönliche Verhalten, das haben sie nochmal gut rausgearbeitet und ist natürlich überall so in der Gesellschaft. Danke.
Lassen Sie uns gern da auch nochmal weiterarbeiten. Wir haben zwei Perspektiven, die uns in der Diskussion, in dem Gespräch, das wir führen, heute noch fehlen, nämlich die Perspektive der Schulleitung und natürlich der Elternschaft. Wir haben zum einen Herrn Menke vom Landeselternrat hier mit als Gast eingeladen. Herr Menke kann sich hier gleich dazuschalten. Und gleichsam haben wir eine Meldung von Frau Schnabel. Und da hatte ich die Information bekommen, Frau Schnabel, dass Sie Schulleiterin sind oder beziehungsweise in der Schulleitung tätig sind. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie sich auch hier mit dazuschalten. Die technische Leitung wird das gleich übernehmen. Und in der Zwischenzeit können wir das Wort Frau Kesika geben, weil sie hebt die Hand. Bitte schön. Ich würde sehr gerne einfach noch kurz antworten. Ich finde es sehr richtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, vielleicht habe ich mich einfach undeutlich auch ausgedrückt. Ich meinte diese Planbarkeit vielleicht in zwei verschiedenen Arten. Im Endeffekt ist eine Planbarkeit langfristig von unserer Seite zumindest wichtig, was den Ausgleich von Defiziten angeht. Die langfristige Planung beziehe ich wirklich nicht unbedingt auf Schulöffnungen, sondern wie können wir Schülerinnen und Schülern beim Ausgleich von Defiziten in den zukünftigen auch Jahren helfen. Bei der kurzfristigen Planung meinte ich nicht mal das, was Sie gesagt haben, denn ich stimme Ihnen vollkommen zu. Man muss die Infektionslage beachten, man muss schauen, wie sieht es aktuell aus. Anders geht es gar nicht. Deswegen an der Aktualität würde ich genauso festhalten, wie Sie gesagt haben, Professor Kies. Was ich mir aber jedoch wünsche und vor allem auch viele Schülerinnen und Schüler und ich glaube auch viele Schulen, wenn man zum Beispiel aus dem letzten Jahr die Kenntnisse zieht, wir hatten einen Stufenplan. Vielleicht kann man in eine Richtung, in die Art denken. Und falls das sogar aktuell nicht möglich ist, ich kenne mich selber nicht aus, deswegen überlasse ich das der Wissenschaft, dass steigen die Corona-Zahlen einfach zu schnell oder zu unterschiedlich, dann eben kein Stufenplan, aber dann einigen wir uns zumindest darauf, dass die Verordnungen und die Umsetzungen nicht am Freitagabend kommen und dann am Montag schon umgesetzt werden müssen. 24 oder 48 Stunden sind enorm wenig. Nicht nur für die Schulleitung, sondern auch für Schüler, die sich umstellen müssen. Vielleicht ist ein neuer Klausurplan da, vielleicht ist der Test umgeworfen. Deswegen vielleicht dort einfach 2-3 Tage Zeit mehr lassen, die Bestimmungen einfach 2-3 Tage eher raussenden. Ich glaube, das würde allen zumindest in dem Sinne in der Planbarkeit helfen. Vielen Dank. Wir warten noch auf die Zuschaltung von Herrn Menke aus dem Landeselternrat und von Frau Schnabel. Die beiden können sich hier zuschalten, es sei denn, die technische Leitung gibt uns gleich einen kurzen Hinweis darauf, woran es hakt. Aber Herr Menke ist jetzt schon hier. Klasse. Herzlich willkommen in dieser Runde, Herr Menke. Schön, dass Sie hier auch an dieser Debatte, an dieser Diskussion teilnehmen. Herr Menke, wir haben über Wechselunterricht gesprochen, über Wechselmodelle. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Wir haben über Farbwege und Ängste bzw. Besorgnis über Infektionslagen gesprochen. Sie als Elternteil und vor allen Dingen auch im Hinblick auf Ihre Kolleginnen und Kollegen im Landeselternrat. Wie gehen Sie denn mit der aktuellen Situation um und was sagen Sie zu der Entscheidung des sächsischen Kultusministers zu sagen, wir lockern jetzt ab dem 15. Februar peu à peu? Ist das mutmachend für Sie als Elternteil oder sagen Sie, na, der Wechselunterricht bringt mir nichts, weil muss ich ja trotzdem im Homeoffice mit beschulen? Ja, guten Abend in die Runde, auch von mir. Die Elternsicht. Zuallererst ist es mir ein Bedürfnis, ein persönliches Bedürfnis, mich bei den vielen engagierten Pädagoginnen und Pädagogen zu bedanken, die in den letzten Monaten unter teils sehr schwierigen Bedingungen und auch unter Einsatz ihrer persönlichen Mittel dafür einen guten Ablauf des Distanzlernens gesorgt haben und da auch mit kreativen Mitteln für einen guten Ausgleich gesorgt haben, sagen wir mal so. Also das ist mir ein persönliches Bedürfnis, da Danke zu sagen. Die Elternsicht ist natürlich so vielfältig wie alle Meinungen, die wir jetzt gehört haben, alle Statements zu den einzelnen Punkten. Wir haben Eltern, die natürlich aus gewissen Notlagen heraus, die alleinerziehend sind, die in kleinen Wohnräumen wohnen, die mehrere Kinder haben und vielleicht dann auch noch ihr eigenes Homeoffice mit unterbringen müssen. Also da ergeben sich Problematiken. Da reden wir noch gar nicht über Bildung oder über andere Themen, sondern erstmal über die ganzen organisatorischen Dinge. Und manchen Tag, ich halte das nicht für, also Professor Kies hat es vorhin gesagt, Querdenker und so weiter, da habe ich ähnliche Einstellung und Meinung dazu und ich denke auch das Eindunst ein Stück weit. Aber bei manchen Menschen kann man das durchaus nachvollziehen, dass sie dann dort ihre Meinungsheimat finden, weil einfach da bestimmte Positionen besser vertreten werden. Also ich würde da nicht so pauschal darüber gehen.
Aber nichtsdestotrotz bringt uns das nicht weiter. Wir müssen miteinander sprechen und nicht übereinander. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und vor allem müssen wir Verständnis schaffen. Ich persönlich bin Techniker, ich bin kein Mediziner und ich staune über viele Positionen, die ich von Medizinern höre. Ich bin auch ganz im Reinen mit mir, dass ich sage, was gestern richtig war, kann morgen falsch sein. Also Wissenschaft ist ein Prozess und die ganzen Erkenntnisse über die Pandemie und das, was wir im März noch nicht wussten, wissen wir heute und so weiter. Da geht ein ganz großer Kritikpunkt dahin, dass bestimmte Dinge im Frühjahr sichtbar wurden. Also die Problematiken, die wir in unserem heutigen Bildungssystem haben, die sind nicht erst jetzt entstanden, sondern die sind durch die Pandemie krass sichtbar geworden an vielen Stellen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also nicht, dass wir denken, das ist jetzt alles erst so gekommen durch die Pandemie. Bestimmte Verantwortungsträger und Verantwortliche haben einfach geschlafen. Man hat im Frühjahr schon gesehen, was uns im Herbst erwarten wird. Wenn ich jetzt vielleicht Frau Merkel da heranziehen kann, sie hat im Herbst die Zahlen schon vorausgesagt. Sie ist keine Hellseherin, aber das ließ sich ablesen. Also für mich als normaler Mensch, ich konnte das immer gut nachvollziehen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir eben von 14 Tage zu 14 Tage springen und immer wieder so tun, naja, in 14 Tagen können wir öffnen. Für mich persönlich stand im Weihnachten schon fest, dass das bis Ostern so geht. Und es wird auch so kommen, weil es absehbar ist. Und ich frage mich immer wieder und viele Eltern mit mir, was machen unsere Experten dahin? Wenn wir, entschuldigen Sie, ich hole einfach noch mal ein bisschen aus, weil eine Menge Dinge gesagt wurden und so weiter. Wenn wir uns anschauen, was mich ganz sehr irritiert und was ich auch gut nachvollziehen kann, dass das viele Menschen verrückt macht, ist der Sprachgebrauch, das oftmals sehr dramatisieren, skandalisieren in den Medien. Politiker, denke ich manchmal, Mensch, könnt ihr nicht anders reden. Wenn ihr das 10-mal wiederholt, dann müssen doch die Menschen Angst bekommen vor vielleicht ganz harmlosen Dingen oder relativ harmlosen Dingen, die uns, wie Professor Kies vorhin gesagt hat, schon 20.000 Jahre begleiten, die Menschheit und so weiter. Das ist nichts Neues. Nur ist es halt jetzt an vielen Stellen sehr aufgebauscht und dann entstehen halt die Dinge, wie sie halt so entstanden sind. Ich denke, dass uns Eltern und alle an Schule Beteiligten eint, dass als allererstes das Wohl unserer Kinder im Vordergrund ist. Und da steht für mich an alleroberster Stelle Gesundheitsschutz. Nicht weniger wichtig ist natürlich die Bildung, ganz klar, aber an oberster Stelle steht Gesundheitsschutz. Und da fühlen wir uns Eltern oft an den, also über die Zeit, da ist das richtig, das richtig, das richtig, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also man weiß manchen Tag gar nicht mehr, was ist denn richtig und was ist denn falsch und muss dann auch manchmal für sich so einen Schritt zurückgehen und mal wieder Luft holen und sagen, ah, okay, der gesunde Menschenverstand hilft dir. Und da sind vorhin viele Dinge gesagt worden, was Professor Kies sagte, das zu den Pädagogen zum Beispiel, dass da halt zu bestimmten Zeiten gar keine große Gefahr besteht, ne, weil sie halt alleine nach Hause fahren, wenn sie Maske tragen, wenn der Abstand und so weiter. Und das hat für mich als normaler Mensch was zu tun mit gesundem Menschenverstand. Und wenn wir alle oftmals unseren gesunden Menschenverstand einsetzen würden, wären bestimmte Dinge auch einfacher. Herr Menke, danke für Ihren Beitrag. Vielleicht mal noch einen Punkt noch. Und zwar, ich möchte mal ein krasses Beispiel, was ich selber erlebt habe, mitbringen. Und zwar, es gab ja mal eine Zeit, da hatten unsere Schüler diesen Zettel gebraucht, von den Eltern unterschrieben in die Schule. Also mussten den abgeben, dass sie dann die Schule betreten konnten. Und da sind mir Fälle bekannt geworden, dass die Kinder in die Schule kamen, hatten den Zettel nicht dabei und mussten dann von den Eltern wieder abgeholt werden. Da hat man die Kinder nicht in die Schule reingelassen, aber gleichzeitig hat sich keiner darum gekümmert, dass die Kinder in dem überfüllten Bus zur Schule gefahren sind. Und das Beispiel zeigt einfach auch die Betrachtung. Es muss, das Thema muss ganzheitlich betrachtet werden. Wenn wir die Schulen öffnen, müssen wir uns auch um den Nahverkehr kümmern, vor allem im ländlichen Raum. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder in überfüllten Bussen zur Schule fahren und dann streng auseinandergehalten werden. Also das kann nur ganzheitlich funktionieren. Danke für Ihren Beitrag. Wir haben ja Publikumsbeteiligung heute auch relativ groß geschrieben und deswegen würde ich gerne darauf ein wenig eingehen.
Ich werde zuerst zwei Kommentare vorlesen und dann gibt es auch noch zwei Wortmeldungen und die würde ich danach dann dran nehmen. Der eine Kommentar ist noch einmal bezogen auf die Planbarkeit. Wenn es keine Planbarkeit gibt, dann müssen wir langfristig etwas ändern und dem Vorschlag von Herrn Helbig folgen und das bedeutet das Schuljahr bis Dezember verlängern. Das ist der eine Kommentar. Der andere Kommentar sagt: Die angesprochene Planbarkeit von Frau Kesiker ist sehr wichtig. Ich habe zwei jüngere Kinder und die zwei hat es jetzt sehr zurückgeworfen, dass es am Montag nicht weitergeht in der Schule. Diese kurzfristige Entscheidung ist schwer von Eltern abzufangen und zu erklären. Nun ist es so, dass Frau Schnabel ja vorhin schon einen Beitrag uns mitteilen wollte und wie ich gehört habe, kann sie sich zumindest mit dem Mikrofon zuschalten und jetzt möchte ich ihr die Möglichkeit dazu geben. Frau Schnabel, bitteschön. Guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Wir können Sie sehr gut hören, ja. Wunderbar. Ich wollte als Schulleiterin vielleicht erst das als Vorrede. Ich bin Schulleiterin eines Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, also eine Schule mit Beziehungshilfe. Das Ganze auch noch im ländlichen Raum. Und an meiner Schule werden Schüler der Klassen 1 bis 6 unterrichtet, damit man mich ein bisschen einordnen kann zu dem, was jetzt kommt. Ich gehöre zu denen, die sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Schulen am Montag wieder in Teilen geöffnet werden, da wir sehr kleine Klassengrößen haben. Das heißt, bei uns ist die Klassengröße maximal 10 bis 12 Kinder. Die Räume sind entsprechend so groß, wie das an den anderen Schulen auch ist. Also Abstand halten ist bei mir an der Schule sehr gut möglich. Ich bin sehr bei Professor Kies, dass wir jeder von uns eine Eigenverantwortung trägt. Das heißt, wir als Schulleitung hatten, nachdem der Lockdown verhängt worden ist, natürlich ein Konzept in der Tasche, was passiert, wenn die Schulen wieder geöffnet werden. Das heißt, uns überrascht es nicht, wenn jetzt gesagt wird, wir machen am Montag wieder auf, unser Konzept ist fertig. Das Konzept ist mit den Kollegen besprochen, also das ist jetzt nichts, was uns plötzlich aus dem Ruder läuft oder so. Lernsax ist eine Möglichkeit und ja, sie funktioniert nicht richtig. Mich nervt das auch, wenn ich mich dort nicht einloggen kann. Aber es ist eben in all meinen Klassen nur eine Möglichkeit. Wir haben Schullogin, wir haben Paddle-Möglichkeiten, wir haben Moodle-Möglichkeiten, wir haben Classcraft mit unseren Schülern gehabt. Der erste Lockdown war tatsächlich völlig überraschend. So etwas hatten wir noch nie gemacht. Also haben wir uns darauf eingelassen und haben im Bereich Digitalisierung wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit gelernt. Als wir dann wieder im Präsenzunterricht waren, haben wir das Ganze alles nicht einlassen, sondern haben das Konzept weiterentwickelt. Ich mache jetzt jeden Tag mit den Schülern täglich Videokonferenzen und diese Videokonferenzen stehen stabil, sind jeden Tag durchführbar. Also wir haben uns dort wirklich weiterentwickelt und wer jetzt natürlich gehofft hat, dass nach dem ersten Lockdown irgendjemand von oben kommt, der uns das Ganze beibringt, der wird jetzt tief enttäuscht sein, das ist richtig. Aber ich sehe eine Eigenverantwortung. Ich kann als Lehrer nicht von meinen Schülern verlangen, dass die das lebenslange Lernen für sich erschließen sollen, sondern ich muss als Lehrer genauso sagen, auch für mich gilt das lebenslange Lernen. Und ich habe in den letzten Monaten wahnsinnig viel im Bereich Digitalisierung gelernt. Ich sehe mittlerweile mein Kollegium im Bereich der Digitalisierung gut aufgestellt. Ich sehe auch unsere Kollegen gut ausgestattet, was digitale Endgeräte betrifft. Das hat uns als Schulleitung viel Arbeit gekostet, aber ich denke, das ist unsere Verantwortung, die jeder Einzelne wahrnehmen muss. Und meine Verantwortung als Schulleitung ist es eben, mein Kollegium fit zu machen. Wir haben das, als die Kinder noch im Präsenzunterricht waren, eben in dem Schulhaus geübt. Wir haben die in verschiedene Klassenzimmer gesteckt, dass die wirklich allein im Klassenzimmer waren. Und dann haben wir Videokonferenzen in einem Schulhaus gemacht. Ganz einfach, weil dort unsere Kollegen von Schüler zu Schüler flitzen konnten, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, Mikrofon nicht eingeschaltet, Kamera oder wie auch immer. Also ich bin da sehr bei Professor Kies, dass wir nicht immer das Bashing auf andere irgendwie übertragen sollten, sondern wirklich, meine Großmutter hatte früher immer gesagt, vor der eigenen Haustüre kehren und an die eigene Nase fassen, auch wenn man das in Pandemiezeiten natürlich nicht tun sollte. Frau Schnabel, haben Sie vielen Dank für Ihren Beitrag. Mich erreichen zurzeit relativ viele Fragen. Bitte entschuldigen Sie und haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fragen hier beantworten können. Ich würde aber gerne noch Jacqueline dran nehmen. Da gab es eine Wortmeldung und im Anschluss daran Herrn Becher. Jacqueline, Sie hätten jetzt das Wort, wenn Sie dieses noch möchten. Das sehe ich zurzeit nicht, also würde ich erstmal an Herrn Becher übergeben. Ja,
Richard, unten links können Sie das Mikrofon und Ihr Video freischalten. Sollten Sie nur mit Stimme dabei sein wollen, dann unten links. Und da haben wir Sie, glaube ich, kurz gehört. Herzlich willkommen, Herr Becher. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank erstmal für dieses tolle Format, was ich nur begrüßen kann und mich auch freuen würde, dass vielleicht das sowas öfters stattfindet in dieser Runde. Ganz kurz zu mir, ich bin Schulelternsprecher am Gymnasium im Kreis Meißen. Und kurz zu meiner Einführung möchte ich noch ein Zitat gern mitteilen in die Runde. Und wie der Herr Professor Dr. Kies auch schon gerne den Herrn Kennedy zitiert, ist ein ganz wichtiges Zitat für mich. Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung. Und mich erstaunt sehr, dass Sie vorhin sagten, Herr Tietze, dass der Herr Piewarz heute leider nicht teilnehmen kann oder konnte. Das Kultus besteht nicht nur aus dem Herrn Piewarz. Und wir haben es nicht 5 vor 12, wir haben es 5 nach 12, was das Thema Bildung unserer Kinder betrifft. Und wir brauchen jetzt eine nationale Kraftanstrengung, diese Generation aufzufangen. Weil wir retten Reisekonzerne, wir retten Kaufhäuser, wir retten alles Mögliche. Bloß wir retten nicht unsere Kinder. Wir brauchen jetzt Lösungen. Wir haben uns da schon im Kreisanrat, im Kreis Meißen Konzept erarbeitet, haben uns hingesetzt. Wir haben gemeinsam gesprochen, miteinander gesprochen, wie der Herr Menke auch sagt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir zuhören und verstehen. Und das findet in vielen Schulen, in vielen Ministerien leider zu wenig statt. Und es muss jetzt, müssen Lösungen her. Wir können es immer gerne wieder treffen und reden. Wir brauchen jetzt Lösungen. Und wie der Herr Professor Kies, ich hatte das in der Präsentation zu einer Elternsprechersitzung gemacht, diese Leuchttürme müssen wir fördern. Wir müssen nicht drüber reden, wer es nicht kann. Wir müssen innerhalb der Schulen Leuchttürme schaffen und diese fördern und diese voranbringen. Wir müssen lernen, alle im Team zu arbeiten. Wir müssen uns abends nach Hause gehen, Schüler, Lehrer und auch Eltern. Und wir müssen jeden Tag nicken, weil wir haben was getan für unsere Kinder. Und es gibt Möglichkeit, was zu machen, auch wenn man es wirklich möchte. Die Lehrer tun mir auch nur leid, wie die Schulsprecherin von sagte, dass freitags, sie machen sich Pläne, die werden am Freitag vom Kultus über den Haufen geworfen. Das Kultus fehlt heute. Es gibt, die haben keine Rechner, sie haben keine eigenen Laptops, die Lehrer. Wie soll da überhaupt digitaler Unterricht stattfinden? Es funktioniert nicht. Denken Sie an die Lehrer, die auf einem ländlichen Raum leben. Da geht gar nichts. Und wenn das Kultus wirklich den Willen hätte, dann würden sich die Schulen nicht mit Lernsacks quälen. Das ist eine Qual, Lernsacks. Ich stecke das sehr tief drin. Da wird man sagen, okay, Lernsacks war nicht das Optimale. Wir schwenken um. Wir nutzen Microsoft Teams, wie es in der Wirtschaft genutzt wird. Wir nutzen Zoom. Ja, das kostet Geld. Aber nichts ist wichtiger als die Bildung unserer Kinder. Jetzt gilt es zu handeln. Nutzen wir die Hotels, die leer stehen. Nutzen wir die Reisebusse von Unternehmen, die auf den Höfen stehen. Dort gibt es Möglichkeiten, das zu nutzen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und schade, dass niemand vom Kultus da ist. Das können wir natürlich an der Stelle bestätigen, aber Herr Becher, einfach auch nur, mir liegt es fern, den Kultusminister jetzt zu verteidigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der hat gut zu tun. Und ich hatte es eingangs auch nochmal erwähnt, also das Kultusministerium, auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir in Kontakt standen, hatten wirklich ihr Möglichstes versucht, auch andere Personen noch mit reinzuholen. Das soll keine Verteidigung sein, aber ich will Ihnen nur sagen, dass dort der Versuch da war und auch die Wertschätzung in der Kommunikation da war. Also da hat das Kultusministerium zumindest an der Stelle deutlich gemacht, wir wollten, aber wir konnten nicht, weil wir eben uns schon dreiteilen mussten. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das ist eben genau der Punkt. Aber Sie haben da recht. Sie haben einen Punkt, Herr Becher, wenn Sie noch gleich noch mit dabei bleiben wollen, angesprochen, nämlich die Frage Bildung und Gesellschaft. Wie viel wert ist uns eigentlich Bildung? Und wenn Sie jetzt so auf das letzte Jahr schauen, würden Sie sagen, dass Bildung in unserer Gesellschaft eine hohe Priorität genießt? Oder sagen Sie, nee, da müssen wir noch mal nachschärfen? Ganz ehrlich, nachschärfen, definitiv. Ich sage ja, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Und wir produzieren, ich will nicht sagen, eine verlorene Gesellschaft. Wir sitzen da, denke ich mal, auch in einer Runde hier von Menschen, die Kinder haben oder die alle gut im Leben stehen. Ich bin jährlich bei einer Aktion in Meißen mit dabei. Ich schaue in Familien rein, die diese Möglichkeit nicht haben. Und wenn ich an diese Kinderaugen denke, die mich zu Weihnachten an der Tür begrüßen, da wird mir richtig warm ins Herz, weil die vergessen wir komplett. Und das werden wir in Zukunft teuer bezahlen.
diese Menschen auch, die wichtig sind für unsere Gesellschaft. Wir klaffen gerade, wir gehen gerade auseinander. In Arm und Reich und in du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu, was ja schon in unserem Bildungssystem ab der vierten Klasse so gemacht wird, weil entweder du bist Gymnasiast oder du bist halt nicht. Und dort brauchen wir jetzt wirklich jetzt ein Umdenken, wie wir in der Wirtschaft jetzt umdenken müssen. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt die Ehrlichkeit haben, uns alle an den Tisch zu setzen und sagen, was haben wir falsch gemacht und was machen wir besser in Zukunft. Vielen herzlichen Dank. So, mich erreichte eben noch die Information, dass das Mikrofon von Jacqueline geöffnet war. Wenn sie es jetzt noch einmal probieren möchte, kann sie das gerne tun. Okay, jetzt funktioniert es. Hallo. Hallo. Super. Ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin selbst Lehrerin an einem Gymnasium von Neuntklässlern und Sechst- und Siebtklässlern im Sprachunterricht und habe selbst einen Sohn, der ist 13 und fällt natürlich jetzt auch nicht in die Kategorie, die am Montag wieder anfangen. Zuallererst wollte ich nochmal den Beitrag von Frau Schneider sehr, was heißt loben? Ich bin sehr beeindruckt, wie sie im Sommer eigentlich damit umgegangen ist, dass sie aus Eigeninitiative das geübt hat, einfach ohne zu wissen, was kommt im Herbst, einfach mit gesundem Menschenverstand mit den Kindern das geübt hat. Und ich wollte eigentlich, warum ich mich eigentlich gemeldet hatte, war nur ein kurzer Beitrag zum Thema Ausstattung der Lehrer. Ich glaube, wir sind alle technisch ausgestattet. Wir hätten den Sommer nutzen können, um uns aus eigener Initiative, wirklich aus eigener Initiative weiterzubilden. Das sehe ich am eigenen Leib. Wir müssen schauen, wie geht Lernsachs, wie geht Zoom, wie nehme ich meinen Unterricht auf. Wir müssen einfach kreativ sein. Aber was mir fehlt aus eigener Erfahrung, ist den Lehrern das Bewusstsein fehlt, worum es eigentlich jetzt im Distanzlernen geht. Es geht eigentlich um Wissensvermittlung, wie immer, aber auch um die Bindungspflege. Und das eigentlich gehen mir fast beide Seiten gleichermaßen verloren, aber mehr noch die Bindungspflege. Weil eine Wissensvermittlung ist für mich nicht nur ein Arbeitsblatt übergeben, mit Lösungen anzuheften und am nächsten Montag das Gleiche wieder. Und wenn da nichts eingereicht wird, dann reicht es eben nicht als Klassenlehrer zu schweigen, sondern da erwarte ich einfach, dass ein Anruf ist und einfach ein analoges Telefon genommen wird, um den Schüler anzurufen, damit ich weiß, geht es dem gut, in welchem Elternhaus lebt er und warum schickt er mir nichts, woran liegt es, wie kann ich ihm helfen? Und das ist eigentlich noch viel wichtiger als die Ausstattung an sich, weil daran können wir arbeiten. Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihren Redebeitrag. Frau Kiesecker, Sie heben die Hand. Sie dürfen sich gerne mit dazuschalten. Und Frau Kruse, wirkt auch so, als würde sie auch noch was sagen wollen. Auch Frau Kruse kann sich gerne hier mit dazuschalten. Aber Frau Kiesecker, bitteschön. Ich wollte noch mal ansprechen, was von dem Vorredner auch angesprochen wurde. Und auch von einem, der am Anfang drangenommen Person gekommen ist. Bildung ist wirklich das höchste Gut. Und wir haben auch so ein schönes Poster bei uns im Büro vom Landesschülerrat, wo einfach nochmal das Zitat von John F. Kennedy bekräftigt wird. Und eigentlich kann man das nicht weiter betonen. Und ich glaube, zwei Dinge, die man hier noch ansprechen muss, die vor uns schon von den Vorrednern angesprochen wurden. Das Homeoffice bringt nämlich den großen, großen Nachteil mit sich, dass man nicht nur eine Schwierigkeit für viele Schülerinnen und Schüler schafft, sondern eben auch viele Schülerinnen und Schüler abhängt. Und da sind nun mal nicht diejenigen, die wie ich jetzt mit einem Laptop, mit einer guten Internetverbindung hier sitzen, sondern diejenigen, die vielleicht eine Großfamilie haben, wo sie sich den Laptop teilen müssen, wo vielleicht eben im ländlichen Raum gar keine Internetverbindung oder nur eine sehr schlechte vorhanden ist oder eben auch aus den sozial schwächeren Familien. Und man muss eben schauen, dass man auch diese Verbindung aufbaut. Ich weiß, wie schwierig es ist, gerade eben, wenn wir versuchen, Schulen aufzumachen, auch immer an die verschiedenen Schularten zu denken. Wir als Landesschülerrat haben das in den letzten paar Tagen auch stark kritisiert, dass eben zu den Förderschulen und Berufsschulen sehr wenig gekommen ist. Und jetzt ist es auch vom Staatsministerium adressiert worden,
Und es kam auch mehr. Man darf eben, wie schon gerade der Vorredner gesagt hat, nicht nur denken, Schüler haben ein Abitur. Nein, genauso ist eine Ausbildung wichtig und genauso ist ein Oberschulabschluss wichtig und andere Abschlüsse. Und das darf auch in der Pandemiezeit nicht vergessen werden. Deswegen muss auch dringend bei den weiteren Schulgedanken, Öffnungen, wie auch immer, auch eben an alle Schularten gedacht werden. Und eine Förderschule darf da auch überhaupt nicht vergessen werden, weil den Schülerinnen und Schülern ist es wirklich auch am schwierigsten mitunter jetzt in der Pandemiezeit, ordentlich den Lernstoff mitzubekommen, vielleicht auch die Situation zu Hause zu kompensieren. Man hat ja den Sozialraum Schule auch nicht mehr, um sich vielleicht mit Freunden auszulassen oder eben auch mit Lehrern und Lehrern was zu besprechen. Es fehlt auch eben uns Schülerinnen und Schülern auch einfach dieser Sozialraum. Das darf man auch nicht vergessen. Und was ich noch als Letztes ansprechen wollte, als nächsten Punkt ist, man darf auch nicht vergessen, Schule, Gesellschaft und Corona sind aktuell brennende Themen. Aber dennoch möchte ich nicht diese Titel lesen, dass man sagt, es sind Corona-Jahrgänge. Wir haben Corona-Jahrgang, das Wort, schon letztes Jahr gehört. Wir hören es dieses Jahr. Ja, es ist ein anderer Jahrgang. Ja, wir haben es viel schwerer. Aber je mehr wir eigentlich zu diesem Corona-Jahrgang-Statement tendieren, desto mehr setzen wir auch einen Stempel auf den Bildungsweg, auf den Ausbildungsweg, Berufsweg der Schülerinnen und Schüler später. Anstatt ein Statement und einen Stempel draufzusetzen, sollten wir uns lieber Gedanken machen, wie können wir diese Nachteile, die sie haben, ausgleichen. Eben wie bei den Prüfungen, wie wir es jetzt gesehen haben, durch einzelne Prüfungskonditionen, die verändert wurden, in den späteren Klassen vielleicht durch Veränderung des Lehrplans. Also ich tendiere auch wirklich der Gesellschaft zu appellieren, zu sagen, bitte keinen Stempel draufsetzen, sondern eher etwas dagegen tun, dass wir es so weit wie möglich reduzieren können, dass dieser Stempel nicht noch größer und deutlicher wird. Vielen herzlichen Dank, Frau Kose. Als Erstes bin ich ganz dankbar, dass ich im Hintergrund irgendwie ein Kind gehört habe, weil es mir die Gelegenheit gibt, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht Lehrerinnen und Lehrer und Eltern gibt, sondern dass Lehrerinnen und Lehrer auch Eltern sind. Also Lehrerinnen und Lehrer kennen auch die Probleme, die das digitale Unterrichten mit sich bringt aus der Elternperspektive. Erstens, zweitens, zum Thema Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrer hat mich jetzt doch gereizt, nochmal auf eine Sache hinzuweisen. In Sachsen sind Kolleginnen und Kollegen, die mit Attest zur Risikogruppe gehören, die können sich vom Unterricht freistellen lassen. Das haben etwa 300 Lehrerinnen und Lehrer von 30.000 genutzt. Wenn man sich die Altersstruktur und die Krankheitsgeschichte anguckt, dann ist das absurd wenig. Das heißt, wir können alle miteinander davon ausgehen, dass wir eine sehr engagierte Lehrerschaft in Sachsen haben. Dritte Bemerkung. Über die Diskussion zu den sozialen Verwerfungen infolge von Corona ärgere ich mich ein bisschen. Seit Jahren hätten wir alle sehen können, kann auch die Politik sehen, wie unterschiedlich die Schulen ausgestattet sind. Wir können uns angucken, wie viele Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer kommen in dieses System, wie viele Lehrerinnen und Lehrer an Oberschulen, wie ist die Ausstattung mit qualifizierten Kolleginnen und Kollegen, wie groß ist die Bereitschaft, den Schulen in bestimmten sozialen Räumen mehr Personal zuzuweisen. Da gibt es Assistenzkräfte, aber die werden eingestellt, weil keine Lehrerinnen und Lehrer da sind. Also das ist eine der Schlussfolgerungen, die man jetzt zwingend ziehen muss. Man kann nicht sagen, gut, da gibt es Kinder, die sind benachteiligt und jetzt versuchen wir irgendwie die mit irgendwelchen Prüfungen oder mit sonst was ranzuholen. Nein, wenn wir wirklich Bildung ernst meinen und wenn wir es ernst meinen, dass Bildung wirklich gerecht sein muss und dass da auch Chancengleichheit vorhanden sein muss, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen in diesem Land, obwohl es schwierig ist. Und dann müssen wir die Schulen auch unterschiedlich ausstatten und nicht nur einen Zustand beschreiben. Davon bin ich wirklich ganz fest überzeugt. Sonst überstehen wir diese Pandemie wahrscheinlich mehr oder minder gut und werden irgendwann drauf zurückkommen und werden sagen, weißt du noch, aber wir ändern dann an den Problemen überhaupt gar nichts. Die Kinder, von denen wir jetzt beklagen, dass sie zu Hause geschlagen werden, die werden auch geschlagen, wenn die Schulen wieder offen sind. Und wenn wir da keine Unterstützung durch soziale Arbeit und durch ganz viele Maßnahmen leisten, dann handeln wir alle miteinander verantwortungslos. Davon bin ich überzeugt. Frau Kruse, vielen Dank für diesen wichtigen Appell. Wir haben zwei Meldungen. Ich würde gerne die Frau Bock gern einladen. Sie
wird sich mit Ton zuschalten, Frau Bock. Wenn Sie uns hören und jetzt sprechen wollen, dann seien Sie uns herzlich willkommen. Und Herr Professor Kies kann sich hier auch gleich dazu schalten, genauso wie alle anderen Themenexpertinnen und Experten, weil wir gehen in eine Abschlussrunde und ich möchte mit Ihnen gemeinsam und wir möchten mit Ihnen gemeinsam noch mal ein bisschen einen Ausblick wagen, wo müssen wir denn hin, damit es dann ein Stück weit auch gut wird für alle Seiten. Aber Frau Bock, Sie haben das Wort. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich auch mein Thema, weshalb ich mich jetzt hier zu Wort melde. Wir haben die Diskussion, denke ich, alle im Freundeskreis, im Familienkreis, mit Lehrern, Elternrat und so weiter. Mir fehlt an der Stelle in unserer Runde, wo können wir uns einbringen? Also nicht, ich denke, Ideen haben auch ganz viele, aber dort würde ich mir eigentlich die Position des Landeselternrates wünschen. Wo können wir denn nun mit unseren ganzen tollen Ideen hin? Wo werden wir auch gehört? Wo kann man sich einbringen? Weil sonst ist es immer schön, wenn wir hier miteinander reden und diskutieren und jeder hat, wie gesagt, seine Erfahrungen und Ideen, aber wir bewirken nichts. Und das ist das, was mich stört. Frau Bock, vielen Dank. Die Frage gebe ich gleich an Herrn Menke weiter. Also, wenn es Personen gibt, die sich einbringen möchten, wo können Sie das tun? Naja, zuallererst an der Schule natürlich, dann geht es über den Kreiselternrat und dann weiter zum Landeselternrat. Das ist halt erstmal unsere grundsätzliche Struktur. Natürlich sind wir auch als Landeselternrat interessiert an engagierten Eltern, die unsere Arbeit in einer gewissen Weise unterstützen können. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Landeselternrat sitzen jetzt zurzeit darüber, über die aktuelle Entscheidungslage zu diskutieren, weil wir morgen wieder ein Gespräch mit dem Sächsischen Ministerium für Kultus haben. Also das wir im Übrigen alle 4 Wochen regelmäßig haben, wo wir mit dem Kultusministerium im Gespräch sind. Also, ja. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber Frau Kruse von der GEW, ich bin mir ziemlich sicher, die GEW sucht und braucht und schätzt auch sehr aktive Personen. Frau Kruse, wollen Sie da noch mal einen Satz dazu sagen? Ja, wir schätzen sehr aktive Personen und freuen uns auch über Meinungen, die nicht zwingend hundertprozentig der des Vorstands entsprechend, wir sind alle in einer schwierigen Zeit und wir sind alle Suchende. Und die Antworten fallen uns alle nicht so leicht. Ich will ein kleines Thema sagen. Die Frage, wie ist das eigentlich mit der Impfung von Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrern, wird ja immer wieder diskutiert und da unter anderem auch von der Bundesbildungsministerin, die da tapfer einen Vorschlag gemacht hat. Und auf der anderen Seite, also wie notwendig das auch immer wäre, wir wissen, Wir reden da über 1,6 Millionen Menschen. Und bisher sind in ganz Deutschland 3,2 Millionen Menschen, ältere Mitbürger, Krankenpfleger etc. Geimpft worden. Und da überlegt man schon, wie mischt man sich da in diese Diskussion ein und wäre es nicht höchst unsolidarisch, sich da vorzudrängeln und wäre es nicht auf der anderen Seite höchst notwendig, sichere Schulen und sichere Kitas dadurch zu erhalten, dass Menschen geimpft werden. Und dann kommen alle möglichen Meldungen von Oberbürgermeister, Landräten etc., die da mal tapfer mit angetreten sind. Also insofern freuen wir uns darüber, wenn Menschen mit uns diskutieren, wenn Menschen sich melden. Ich freue mich nicht so dolle drüber, wenn mir jemand eine wirklich unverschämte Mail schickt. Aber auch damit kann ich ganz gut umgehen. Aber vor allen Dingen auch Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen auch junge Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen anders auf die Situation gucken, ja, als die ältere Mehrheit, die es immer noch in den Lehrerzimmern gibt. Vielen Dank. Bevor Herr Kies noch zu Wort kommt, habe ich direkt noch eine Frage aus dem Publikum, die ich direkt an ihn weiterleiten möchte. Und zwar wird er gefragt oder nach einer Aussage gefragt, ab wann Schulen öffnen dürfen. Das heißt, welche Werte müssen, welche Größe haben, vorausgesetzt, wir halten alle Regeln an Schulen ein. Das ist wieder so eine Frage. Danke für die Frage, die man eigentlich nicht beantworten sollte. Weil sollen wir jetzt drüber feilschen, ob 50 oder 55, 45, das kann niemand sagen. Das sind eben diese Risikobewertungen, diese Wahrscheinlichkeiten. Das ist eine falsche Frage. Mit ganz vielem Respekt würde ich das so zurückgeben wollen. Ich wollte mich, wenn das so meine Schlussrede ist, dauert ungefähr 2 Stunden, bei Herrn Menke und Herrn Becher vor allem bedanken, aber auch bei Frau Kruse. Herr Menke, tolle Beiträge und tolle Einstellung. Frau Kruse fürchtet, glaube ich, jetzt, was kommt. Die Pandemie öffnet uns wirklich die Augen. Werden wir diese Chance wahrnehmen?
Globalisierung um jeden Preis ist falsch. Wenn wir wie vor einem Jahr in einem großen Universitätsklinikum, ich sage jetzt nicht wo, aber Sie wissen, wo ich arbeite, plötzlich in manchen Bereichen Engpässe bei Arzneimitteln haben, weil die nämlich nur noch in China hergestellt sind und halt der Flieger aus China nicht gelandet ist, dann sollten wir nachdenken, was wir als Gesellschaft wollen. Wenn wir Krankenhäuser, das zitiere ich 10-mal mich selber, seit 15 Jahren nur noch als Profitgeber von Krankenhauskonzernen sehen, dann machen wir einen Fehler. Wofür sind Krankenhäuser eigentlich da? Wofür sind Krankenschwestern und Ärzte da? Um Tantiemen von Aktionären zu erhöhen? Wenn wir in Altenheimen die Ärmsten der Armen, demente Menschen, schwer krank, 30 auf einem Stock, ich habe es erlebt mit meiner armen Mutter, von einem völlig überarbeiteten Krankenpfleger pflegen lassen. Was wollen wir als Gesellschaft? Kinderschutz ist angesprochen worden. Das ist nicht die Aufgabe von ein paar professionellen Arbeitern. Sport, soziale Arbeit muss in die Breite kommen. Schulen müssen ausgestattet werden. In Sachsen hat man die Schulen runtergespart. Man hat so lange gewartet, bis man Lehrer importieren musste. Frau Kruse, Sie wissen das. Ja, ja. Da wurde plötzlich gesagt, oh, wir haben ja keine Lehrer mehr. Jetzt müssen die Universitäten in die Lage versetzt werden, wieder Lehrer auszubilden. Dass es 5 oder 6 Jahre dauert, wurde dabei nicht gesehen. Also wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was sagt uns die Pandemie? Die sagt, dass wir wenig an uns selber, an unsere Gesellschaft denken, an die Kranken, an die Bildung. Das ist die Chance für morgen. Ich will jetzt keinen Co-Vortrag über die Bedeutung von Bildung halten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sondern wir müssen uns generell gesellschaftlich einigen, nicht nur den Profit nachzurennen. Danke. Und tolle Veranstaltung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Herr Kies, vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt auch wirklich im letzten Zehntel unserer Veranstaltung. Ich möchte gern einfach noch den Gästen, die hier mit auf dem Podium saßen, nochmal die Möglichkeit geben, nochmal 1, 2 Sätze zu sagen, wenn Sie einen Wunsch zur Verfügung hätten, was würden Sie sich denn wünschen für die nächsten 3 bis 4 Wochen an Expertise, an Planungssicherheit und so weiter für die Schullandschaft hier im Freistaat Sachsen? Und ich schlage vor, Frau Kruse, wir fangen bei Ihnen an, dann gehen wir zu Herrn Menke und dann zu Frau Kesika. Das sind nämlich die Kacheln, die bei mir so angerichtet sind. Frau Kruse, bitteschön. Als erstes würde ich mir wünschen, dass wir, Herr Menke hat das gesagt oder jemand anders, dass wir wirklich ins Gespräch miteinander kommen, wie wir kontinuierliche Angebote auch in den nächsten Wochen aufrechterhalten und dass wir parallel dazu aber eine Diskussion darüber führen, wie es weitergehen soll. Weitergehen kann es nicht, indem wir einfach in den Schulen im Stoff voranschreiten und uns keine Gedanken darüber machen, wie wir Schülerinnen und Schüler fördern. Die Wiederholung des Schuljahres wird keine Möglichkeit sein, aber ich glaube, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir Schülerinnen und Schüler gezielt fördern, und dazu muss man auch Geld in die Hand nehmen. Davon bin ich wirklich überzeugt. In den nächsten Wochen findet die Diskussion zum Landeshaushalt statt, und da muss Geld enthalten sein, damit man Schülerinnen und Schüler nicht dauerhaft abhängt. Vielen Dank. Herr Menke. Ja, ich möchte eine Forderung aufstellen, und zwar an die Bildungsverantwortlichen, dass schleunigst die Bildungspläne betrachtet werden für die nächsten 2, 3 Jahre, dass die entrümpelt werden und dass die aktuelle Situation dort zur Kenntnis genommen wird und daran gearbeitet wird. Das Allerwichtigste ist, dass wir uns um die sozial-emotionale Gesundheit unserer Kinder kümmern, denn nur gesunde Kinder können A, den Lernrückstand aufholen und auch neuen Stoff lernen. Und das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dass ich die Meinung mit vielen Eltern teile, dass wir grundsätzlich für Schulöffnungen sind, wenn von A bis Z alle Maßnahmen unternommen werden, dass unsere Kinder, dass der Gesundheitsschutz an vorderster Stelle steht. Und da geht es halt los schon beim Schülerverkehr. Das sind die wichtigsten Aspekte, und wir sollten vielleicht im ersten Schritt auch die Schule als sozialen Raum für unsere Kinder sehen, den wir zu Hause so gar nicht geben können, weil eben Einzelkinder oder vielleicht 2, 3 Kinder, aber diesen sozialen Raum, den vermissen die ganz sehr, und daran sollten wir schleunigst arbeiten, dass unsere Kinder in die Schule kommen. Vielen Dank, Herr Menke. Frau Kesika, bitte. Ich möchte zum Schluss nur noch 2 Punkte aufgreifen.
Vergessen wir einfach als ersten Punkt nicht, dass Schülerinnen und Schüler selber in einer Zwickmühle stecken. Wir sehen, es gibt Nachteile des Homeoffice. Wir erkennen aber auch, die Schülerinnen und Schüler wissen, dass wenn sie zurück in den Präsenzunterricht kommen, auch vielleicht auf dem Weg zur Schule durch überfüllte Busse, auch vielleicht ein höheres Ansteckungsrisiko haben. Jeder Schüler setzt sich mit diesem Thema auseinander. Und man muss einfach schauen, es braucht dringend konkrete und gute Rahmenkonzepte für die Schulen, um eben Hygienemaßnahmen zu ermöglichen. Oder eben auch auf der Kommunalebene, wie gestalten wir den Schülerverkehr, dass er auch vielleicht ein bisschen sicherer erfolgen kann. Und als zweiter Punkt, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was mir auch persönlich als Schülervertreterin sehr stark am Herzen liegt, vergessen wir die Schülermeinung nicht. Ich glaube, gerade in der Pandemie, wo die Schülerinnen und Schüler auch sehr stark die Betroffenen sind oder zumindest diejenigen sind, die wirklich direkt vor dem Bildschirm im Homeoffice oder im Unterricht sitzen, die müssen gehört werden. Und das heißt nicht nur, dass ich als Landesschülersprecherin eben die Vertretung von diesen Schülerinnen und Schülern darstelle, sondern es heißt auch individuell an den Schulen, mit dem Schülerrat zu reden. Vergessen wir diese Instanz nicht, denn die existiert weiterhin. Es gibt einen Schülersprecher und auch jeder Schulleiter kann weiterhin mit dem Schülerrat Kontakt aufnehmen und sollte das definitiv auch fortan tun. Vielen Dank, Frau Käsiker. Und jetzt pünktlich um 20.30 Uhr möchte ich diese Runde beenden. Ganz herzlichen Dank an die Referentinnen, die sich zur Verfügung gestellt haben und sich auch der regen Diskussion gestellt und daran beteiligt haben. Ich danke auch vor allem dem Publikum, dass uns so viele Fragen erreicht haben. Wie gesagt, es waren leider sehr viele, weshalb wir nicht alle dran nehmen können. Aber im Namen der Aktion Zivilcourage möchte ich Ihnen alle für diesen doch sehr debattierfreudigen und auch schönen Abend danken. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Informationen suchen möchten, dann können Sie gerne unsere Webseite aktionzivilcourage.de aufrufen. Auch sind wir in den sozialen Netzwerken aktiv. Und zum Abschluss möchte ich dann doch noch eine Nachricht aus dem Publikum vortragen, die mich etwas zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar hat mir Christian geschrieben, dass er sehr stolz auf die Kreativität seines Abiturjahrgangs ist. Das ist nämlich 2021. Und das Motto lautete: Abitur 2021, die Schulen waren öfters dicht als wir. Und ich denke, mit ein wenig Humor können wir diesen dann doch recht langen Abend ausklingen lassen. Ich bedanke mich abermals und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.